Recht herzlich willkommen zur dritten Folge von Simotrans mit dem 128er Pack German in der Version 09. Gut, letztes Mal haben wir hier festgestellt, dass wir wahrscheinlich eine Eisenbahn brauchen, um das ganz viele Getreide darüber zu transportieren. Dafür müssten wir jetzt hier irgendwie dann eine Eisenbahnlinie machen, die dann im Endeffekt von hier hinten bis zum Hafen geht. Ist nur die Frage, ob das so viel Sinn macht, ne? Also hier würde ich ja jetzt sagen, okay, lass uns hier einen Zug hinmachen. Weil hier haben wir ja die Stadt, hier haben wir den Markt. Dann wäre die Frage, wo vorbei? Dann hier noch hin. Adler. Hier haben wir auch eine Stadt. Hier haben wir auch noch die Großbäckerei. Das würde vielleicht Sinn machen. Und dann hier vorbei und bis zum Hafen. Ja. Ich glaube, wir machen das. Aber wir werden nicht bis zu hierhin. Das macht der Trecker dann, dieses Stück. Aber hier fahren wir, denke ich, mit der Eisenbahn lang. Ja, das Gleis. Dann müssen wir hier noch die Straße, glaube ich, ein bisschen ändern. Oder wir kriegen erstmal eine Übersicht. Wenn wir hier bleiben, dann gehen wir eine Ebene runter. Von hier lang. Ja, schwierig wird's da schon. Wir fahren hier lang. Und dann hier lang, da lang. Ja. Ich glaube, es wäre sinnig, hier vorbeizufahren. Oder aber wir starten hier, gehen so rum, da lang. Ja, ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. Eisenbahn haben wir ausgewählt. Kommen hier vorbei, denke ich mal. Dahin. Ja. Hier vorbei. Da werden wir einmal einen absenken. Den da weg. Das können wir da schließen. Dann wieder da drauf. Dann müssen wir gucken, wie wir hier runterkommen. Jetzt ist die Frage da. Ja. So, denke ich mal schon. Geht's da nur weiter? Tendenziell würde ich hier runterfahren wollen. Müssen wir die Straße gleich noch ein bisschen ändern. Und bis dahin. Ja, hier müssen wir noch umbauen dann.
kriegen wir gleich auch noch hin. Kurz einmal das Straßenwerkzeug. Ich weiß aber nicht, welche das hier ist. Ich glaube, das ist die, ne? Ja. So, haben wir es geschafft. Dann können wir darüber fahren. Und hier haben wir auch was falsch. Nein, falsch ist es nicht, ne? Aber anders. Ziehen wir ganz einfach geradeaus. Und bauen das Stück zurück. Dann die Bahnlinie dahin. Ja. Und so. Den machen wir mal zu, den brauchen wir gerade nicht. Dann müssten wir einen Verladebahnhof haben für Fracht. Sandbahnsteig, das ist jetzt aber nur der Bahnsteig in die Form, ne? Und nicht, was da verladen wird, oder? Mach da mal 4 Stück hin. Gut. Dann gehen wir mal hier hin. Hier gestaltet sich das schwierig. Das wird nämlich gleich ein zweiter Bahnsteig. Allerdings können wir das ganz geschickt vielleicht lösen, indem wir da gerade einfach einen teuren Bahnsteig hinbauen. Achso, das ist jetzt verkehrt. Da brauchen wir den. Bushaltestelle. Gerade so. Dann nehmen wir den wieder an. Doch, ist drin. Wollte gerade sagen, das wird noch ein Problem, aber geht. Nee, damit geht's nicht weg. Damit geht's weg, aber dann müssen wir eine Straße bauen. Naja. Gut. Der Bahnhof ist auch gebaut. Hier ist alles gut. Ach, hier haben wir ein bisschen die Schwierigkeit mit dem Bahnhof. Machen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssen wir so machen, oder machen wir so. Und da kommt der hin. Passt. Gut, wo ist er? Da ist er. 2, 3, 4. Und hier in Radolfzell ist auch noch ein Extragleis zu legen für den Lokschuppen. Beziehungsweise das Bahndepot. So. Jetzt müssen wir dann nur überlegen. Ach, guck mal, hier fehlt noch eine Verladerampe für die Bahn hier, ne? Da hinten ist auch einer, aber das ist alles okay dann. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir da erstmal nichts, sondern nur einen Zug. Einen Waggon. Und da müssen wir jetzt überlegen, was wir transportieren wollen, ne? Getreide. Hopfen, Kohle.
Gerste. Das ist immer der gleiche. Gut. Da würde ich jetzt mal sagen, wir beginnen da rein. 12 Tonnen. Da machen wir 2 von. Landwirtschaftliche Güter. Aber was gibt's noch, was da hin und her transportiert werden kann? Anders nur benötigt, Passagier. Ich glaube, die Hühner, die mussten ja irgendwo lang, ne? Waren das die Hühner auch landwirtschaftliche Güter? Die Bäckerei ist auch irgendwo. Die braucht sowas dann. Backwaren. Stückgutwaren, Bremser. Nehmen wir davon noch 2. Der fährt ein bisschen schneller. Gut. Nur benötigte, was wäre das? Okay, das ist das, was alles auf der Karte ist. Druckfarm, Eier sind auch noch gefragt. Geht auch in das Stück gut rein, okay. Geflügel haben wir auch noch. Kühlwagen ist das dann. Nehmen wir auch noch 2. Das geht alles in den rein. Kohle brauchen wir nicht. Lachquam. Das auch nicht. Maschinen auch nicht. Mehl geht wiederum da rein. Milch hätten wir nicht. Weiß ich nicht. Könnten wir vielleicht haben. Südfrüchte. Tierfutter. Okay, das bedeutet, da gibt es schon wieder einen extra. Weizen da rein, Zucker da rein, Zucker Rüben, Öl, alle. Das war's. Gut. Schicker Zug. Jetzt brauchen wir einen Lok. Aber nicht anhängen, sondern voranstellen. Eins, drei. 1, 4, 855 kW, 1070 kW. Die erste wäre also die bessere, weil wir da mehr Leistung haben. Die geht nicht, was ist das für einer? Eine Diesel-Lok. Die hat ordentlich kW, aber die ist billiger. Ach, die brauchen noch nicht mal einen Tender. Geschwindigkeit ist ein bisschen gesenkt, aber das soll jetzt egal sein. Gut, dann kriegt die einen Fahrplan von dort. Ach, da haben wir gar nicht angehalten, ne? Müssen wir dann mal gucken. Nach dort. Nach dort. Dahin. Dahin. Dann nochmal dahin. Und dahin. Das passt schon mal. Das ist eine neue Linie. Zug. Mixed. Schreibe ich da jetzt erstmal hin. Passt. Okay. Und starten. Da kommt er raus. Und den gucken wir uns dann an. Gut. Der kann natürlich noch nichts transportieren, fällt mir gerade ein, weil wir irgendwie noch die ganzen Geschichten woanders hinschicken, ne? Hier ist auch gerade niemand.
da müssen wir die Linie ändern dann. Geflügelmarkt, Getreide, Hafen. Der fährt über die halbe Karte, ne? Das müssen wir ändern. Adolf Zell, Südländer, das ist richtig. Der muss aber nicht mehr dahin, sondern der muss jetzt dahin. Und diesen hier, den löschen wir raus. So, dann sollte das eigentlich der richtige sein, ne? So, jetzt müssen wir nur gucken, wo der gerade ist. Auf dem Rückweg, zum Glück auch nicht so weit. Passt. Und der zweite ist auch auf dem Rückweg, aber der ist noch eine ganze Ecke weiter, obwohl so viel ist es auch nicht. Passt also auch. Gut. Haben wir die geändert. Das bedeutet, das kommt bis nach hier hin und wird dann mit dem Zug nach da hinten fahren. So, was hat man denn hier noch gerade? Baum, Weizen und Gerste. Da müssen wir noch unbedingt anhalten. Das bedeutet, wir müssen hier noch einen... Der Bahnhof wäre der. Reicht das? Oh, das wird sogar reichen. Auch da? Ne, da nicht, aber da reicht's. Dann bauen wir den da gerade hin. Und dann müssen wir die Linie nochmal ändern. Düsenzug, das ist die Mixed-Linie. Linie ändern. Ort auf Zell. Fährt zur Großbäckerei und da müssen wir, glaube ich, einfügen machen. Das wäre dann, glaube ich, richtig. Und auf dem Rückweg wäre es dort einfügen, ne? Ja, ich glaube schon. Gut. Das passt dann erstmal. Ist angeschlossen, die Mühle. Gut. Da warten Passagiere, das ist alles okay. Und da hat der Michael mir noch geschrieben gehabt, dass ich mal nach einem anderen, ups, falsche Taste, anderen Fahrzeug gucken soll. Ein kleiner roter, der soll irgendwie Steyr heißen. Steyrbus. Der soll viel effektiver sein. 3,71 und der, aber der kostet doch viel weniger, oder? 50 Passagiere, 70. Der hat 58 Passagiere, aber der kostet 3,71 der Kilometer und der kostet nur 1,50 den Kilometer. Ich glaube, dann sind wir mit dem besser bedient, oder? Ja, ich denke schon. Michael, guckt es dir genau an und sag was dazu, bitte. Okay, der fährt und das ist der erste von den beiden, okay. Der Zug nimmt nichts mit. Jetzt müssen wir gerade gucken. Der könnte da hinten ja Geflügel mitnehmen, das müsste aber zum Markt, das Geflügel. Und das Geflügel braucht ein LKW. Und den haben wir aber, glaube ich. Wir müssen nur gerade gucken. Und die Eier gehen ja auch zum Markt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich nehme erstmal gerade das Geflügel. Das wäre der. Den haben wir aber. Meine ich. Dass der irgendwo schon rumfährt. Und zwar steht der da hinten bei der, sag schon, Geflügel, ne, Hafen, Tierfutter, nein, Getreide, Hafen, Geflügelmarkt, da oben. Linie ändern. Und der muss von da nach da fahren. Das heißt, er muss
Hier 100% laden. Ist das da? Nee, umgekehrt da. Und der, den müssen wir löschen dann. Und dann geht's los. Der fährt auch los. Wunderbar. So, der hat noch nichts geladen, der Zug. Das Geflügel sollte zum Markt kommen. Der ist aber schon weiter jetzt, deswegen klappt das nicht. Und hier ist eine Linie, die wir gar nicht haben. Die können wir dann mal gerade löschen. Haben wir da irgendwie einen Fehlklick gehabt oder was? Und das ist die Buslinie, die nennen wir mal auch so. Busverkehr nennen wir die jetzt erstmal. Gut läuft. So, der fährt. Der Kühlwagen fährt auch. Ja. Der Kühlwagen fährt von da nach da, bringt das rüber und der LKW da. Er kommt hier schon angefahren, hat wieder 12 Tonnen geladen, das ist auch gut so, und der andere ist leer. Und hier haben wir nichts liegen zurzeit. Gut, mal kurz einen Tacken schneller lassen. Und der sollte jetzt hier abliefern, der Trecker. Gucken wir uns gleich an. Da ist noch alles im Minus. So, da liegen jetzt landwirtschaftliche Güter. Und die nimmt der nicht mit. Warum hat er die jetzt nicht mitgenommen dann? Gerste, Weizen, alles ist da, aber hat er nicht mitgenommen. Der Zug fährt leer durch die Gegend. Stopp. Der fährt schon wieder irgendwie zurück. Irgendwo ist was verkehrt, oder? Verfolgen wir den mal. Da passiert nichts. Er fährt da. Nimmt wieder nichts mit. Warte mal, das sieht so aus, als ob der Bahnsteig ein länger sein muss, oder? Jetzt habe ich das nicht mitgekriegt da, weil ich zu spät angehalten habe. Oh, da auch wieder. Und dann ist auch immer dieses Fenster hier im Weg. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir einen Fünfer brauchen oder einen Vierer. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Nee, der Vierer reicht. Aber irgendwie passt was nicht mit dem Hin- und Herbringen. Da ist auch nicht geladen worden. Da passt was nicht. Da geht er nicht ganz rein. Den hat er auch genommen. Weiß nicht. Keine Ladung. Komisch. Okay, warum klappt das nicht? Keine Ahnung, müssen wir nachforschen. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.